Pork hat einen eigenen Song, das John Pork-Lied. Und das hört sich schon super gruselig an, Freunde. Hört mal rein. Wow. Aber was passiert, wenn man dieses Lied um 3 Uhr nachts abspielt? Es gibt Gerüchte, dass der echte John Pork dann zu einem hier nach Hause kommt. Und ein Jagd. Wir überprüfen heute, ob das Ganze stimmt und ob es wirklich so schlimm ist, wie alle sagen, den John Pork-Song rückwärts um 3 Uhr nachts ablaufen zu lassen. Hier haben wir den Soundtrack und den spielen wir jetzt ab. Let's go! Okay, Freunde, der Song fängt gerade an zu spielen und da hat gerade schon irgendwas gegrunzt oder so. Oh ja, das ist irgendwie dieser FaceTime-Sound oder so. Der wird jetzt ganz leise und wow, da war schon wieder dieses Grunzen und das ist der Song einfach in rückwärts. Aber ansonsten passiert eigentlich noch nichts in diesem Song, oder? Nee, machen wir lieber mal ganz kurz Pause. Das Ding ist, so viele schreiben, dass dann John Pork bei uns zu Hause auftaucht, aber bisher ist bei mir noch nichts passiert. Und wir sind komplett alleine um 3 Uhr nachts und lassen den Song rückwärts spielen, also wir machen alles richtig. Wenn ihr irgendwas bemerkt, Freunde, dann schreibt jetzt Schwein in die Kommentare. Weil ich merke gerade noch nichts, aber gut, lassen wir mal den Song weiterspielen. Aber wartet mal, was war das gerade? Lass uns mal ein Stückchen zurückspulen, Freunde. Da war gerade irgendwas komisch an diesem Song, so. Da war's wieder. Lasst uns spielen. Hat es da gerade etwa John Pork gesagt? Will er, dass wir mit ihm spielen? Das gibt's doch nicht, Freunde. Aber bisher ist er doch hier noch nirgendwo, oder? Nein, hier ist er nicht. Nirgends. Aber dann müssen wir vielleicht noch ein bisschen weiter hören. Bis dann die krassen Sachen passieren, hören wir direkt mal weiter. Sechs? Warte mal, hat da gerade jemand 666 gesagt? Hören wir mal nochmal ganz schnell rein. Ja, ja, da war's wieder. 666 ist die Zahl des Teufels, Freunde. Und das hat definitiv nichts Gutes zu bedeuten. Sollen wir da jetzt wirklich weiterhören? Freunde, wenn wir weiterhören sollen, dann geht jetzt unter das Video und gebt einen fetten Daumen nach oben. Weil das ist wirklich viel zu krass. Nicht, dass John Pork hier noch irgendwie auftaucht. Aber gut, dann hören wir jetzt direkt mal weiter. Was war das? Freunde, es kam von hier drüben aus der Küche. Oh, da unten liegt einfach so ein Topf aus dem Boden. Der ist vermutlich von hier oben hier runtergefallen. Ja, war das der Sound? Ja, ganz genau der war's. Aber wer hat den Topf denn bitte da runtergeschmissen? Ich versteh's nicht, Freunde. Der fällt ja nicht von alleine hier oben von der Küche runter. Das ist so creepy, aber gut, es ist 3 Uhr nachts und da passieren halt so einige Sachen. Und wenn wir jetzt noch wach sind, sollten wir uns nicht wundern, dass da auch gruselige Sachen passieren. Aber gut, hören wir jetzt den Song weiter. Seid ihr bereit, Freunde? Es geht weiter. Okay, da sind irgendwelche Grunzgeräusche wieder. Und was war das gerade? Hören wir mal nochmal rein. Das war irgendwie sowas wie so ein Lachen, so ein Haha oder so. Wow, ist das gruselig, Freunde. Aber sagt uns noch nichts, hören wir weiter. Ja, genau das ist das, was wir gerade gehört haben. Und jetzt hört man irgendwie nur noch diesen FaceTime-Sound. Oder so, wartet mal. Da war gerade irgendwie ein Grunzen und das kam hier drüber aus dem Bad. Das kam hier irgendwie aus dem Bad, aber ich sehe hier eigentlich noch gar nichts. Nein, Freunde, hier im Bad ist nichts. Hinter uns ist ein Spiegel und da ist die Dusche, aber da ist auch nichts, oder? Also ich kann da nichts erkennen. Lass uns hier mal hinterschauen, aber nein. Nichts, Freunde. Dann gehen wir aus dem Bad mal wieder raus und schauen, dass wir den Song jetzt noch zu Ende hören. Weil so lange geht er gar nicht mehr. Nur noch 20 Sekunden oder so. Okay, hören wir jetzt noch das Ende an. Let's go. Okay, irgendwie wieder dieser FaceTime-Song. Und wartet mal, was war das da gerade? Habt ihr das verstanden? Ich irgendwie nicht, Freunde. Irgendwas mit ich komme oder so. Lass uns mal nochmal hören. Ich komm dich holen? Warte mal, hat er da gerade gesagt, ich komm dich holen? Oh, Freunde, nein, das kann nicht sein. Das heißt, John Pork war doch hier. Er war derjenige, der diese Schüssel hier runtergeschmissen hat. Und der irgendwie im Bad hier drüben war. Aber wie hat er es denn hier rausgeschafft, ohne dass wir ihn bemerkt haben? Ich weiß es nicht, Freunde, aber wir dürfen auf keinen Fall weiterhören. Da hat gerade einfach eine Stimme gesagt, dass sie uns holen kommt. Ist John Pork etwa schon hier? Ich weiß es nicht. Wartet mal, Freunde, da kommt ein Klopfen hier hinten von der Scheibe. Oh, wow, da ist einfach John Pork draußen vor der Tür. Und er klopft irgendwie hier ran, ja. Oh nein, das ist einfach das echte Schweinchen, John Pork. Und er hat einfach auch so eine Axt in der Hand oder so. Ja, sieht ganz so aus, aber er kommt hier nicht rein, Freunde. Die Tür ist hier unten abgeriegelt. Und sie geht auf keinen Fall auf, er kann hier nicht reinkommen. Edgy Badgy, John Pork, du kommst hier nicht rein. Armes kleines Schweinchen, ah! John Pork hat es doch irgendwie reingeschafft. Wow. Bleib weg von mir, bleib weg von mir, John Pork. Wie hat das aber denn hier reingeschafft? Die Tür war zu 100% verriegelt, Freunde. Aber naja, egal. John Pork ist auf jeden Fall hier. Lass uns mal hier rüber. Und wow, da kommt er angerannt. Oh nein, oh nein, oh nein. Lass uns weg, weg, weg. Am besten schnell ins Bad. Oh nein, dann kommt durch die Tür zu. Und abschließen. Okay, jetzt kommt er nicht mehr rein. Und er steht jetzt einfach vor der Tür mit dieser Axt. Ich hoffe, er kommt hier einfach nicht rein. Aber was können wir tun, damit er jetzt wieder weggeht? Ich meine, wir haben den Song angehört, damit er hierher gekommen ist. Und vielleicht müssen wir den Song zu Ende hören. Damit er dann wieder geht. Oh nein, er ist immer noch vor der Tür. Dann würde ich sagen, machen wir das direkt mal.
wollen einmal checken, dass hier hinter nichts ist. Nein. Und let's go, wir lassen den Song weiterspielen. Okay, da war gerade noch dieser Satz von vorhin, ich komme dich holen. Okay, da grunzt mal wieder dieses Schwein. Und das hat sich so angehört, als wäre da gerade so irgend so ein Lachen gewesen oder so. Ja, und da hat noch einer gegrunzt. Okay, es geht immer weiter und er klopft immer noch an die Tür. Und der Song ist vorbei, Freunde, wir haben ihn komplett durchgehört. Und wartet mal. Hier an der Tür hört man jetzt eigentlich nichts mehr, oder? Nein, so als ob John Paul gerade nicht mehr da wäre. Vielleicht ist er jetzt ja auch gegangen, weil der Song vorbei ist. Ich würde sagen, wir schauen jetzt ganz vorsichtig einmal raus. Wir entriegeln die Türe wieder. Und machen sie einmal auf. Wow. Es sieht nicht so aus, als ob hier draußen noch jemand wäre, aber es ist auch komplett dunkel. Hat John Paul etwa die Lichter ausgeschalten? Aber naja, schauen wir mal. Hier sieht eigentlich alles normal aus. Das Bett ist irgendwie voll verwüstet. Aber ansonsten ist hier nichts und wow. Er hat hier alles umgeworfen, die gesamten Stühle hier auf dem Boden. Sind einfach umgestoßen und die Tür ist auch noch offen. Daraus ist er bestimmt irgendwie geflüchtet. Hier irgendwie nach draußen. Wow, seht ihr ihn hier irgendwo? Also ich sehe ihn nirgends, Freunde. Lass uns lieber direkt mal wieder reingehen und die Tür zumachen. Und wieder abschließen. Und diesmal schließen wir wirklich ab. Damit John Pock auf keinen Fall mehr hier reinkommt. Und wow, sieht hier alles so krass verwüstet aus. Auch hier hinten ist Benz. Und wow, wartet mal, was ist das? Da wackelt irgendwas. Das sind Beine. Ist das etwa John Pock? Ah, ja, das ist John Pock. Nein! Wir müssen weg, wir müssen weg. Warte mal. John Pock macht irgendwie die Arme hoch. Willst du Frieden haben? Ja, du willst Frieden haben? Das glaube ich dir nicht. Du bist immer noch John Pock. Das grunzende Schwein, was willst du denn von mir? Warte mal, was? Du hast hier eine CD für mich? Was ist denn das? Mein Film. Was? Der John Pock Film? Wow, das ist ja viel zu krass. Und den sollen wir jetzt anschauen? Erst wenn du anschaust, werde ich wieder gehen. Wie, erst wenn wir den anschauen, gehst du wieder? Aber ja, okay. Dann schauen wir halt den John Pock Film zusammen an, Freunde. Und dann geht John Pock. Und er ist wirklich so gruselig. Wow. Freunde, John Pock ist nicht nett. Aber ist okay. Wir schauen den Film und dafür haust du dann hier ab. Ja, genau. Okay, perfekt. Dann geh hier aus der Tür. Let's go, John Pock. Einmal hier raus, aus unserer Wohnung. So, hier über den Stuhl steigen, ganz genau. Und raus mit dir. Weg, weg, weg. Oh, es war viel zu krass, diesen John Pock Song um 3 Uhr nachts anzuhören. Und jetzt haben wir auch irgendwie einen John Pock Film bekommen. Lass uns den direkt mal in den Fernseher einlegen. Let's go. Schalt mir mal einmal kurz das Licht wieder ein. So, perfekt. Jetzt ist so einiges gemütlicher hier. Und holen den Film hier aus seiner Verpackung raus. Wow. Hier ist er, Freunde. Dann gehen wir jetzt mit dem hier zum Fernseher und tun ihn hier hinten rein. So, perfekt. Und er ist drin. Das heißt, gleich sollte er hier starten. Und der Film geht auch schon los, Freunde. Und wow, da sieht man irgendwie so eine Stadt und einen Vollmond. Wow, ist das gruselig. Und irgend so einen Typen, der vorm PC sitzt. Ja, der hat so riesige Glubschaugen. Wow. Und der versucht irgendwie sein Lächeln zu finden. Ja. Und von seinem Boss hat er die ganze Zeit Nachrichten bekommen, dass er gefeuert ist. Wow, ist das krass. Und jetzt weint er einfach. Und jetzt steht er auf. Und legt sich, glaube ich, in sein Bett oder so. Nein, er sagt irgendwas. Aber ich kann es nicht verstehen. Und da wird er gerade angerufen. Ja. Und das ist von John Pork. John Pork hat ihn einfach angerufen. Und er lehnt ihn einfach ab. Das darf er niemals machen. Auf keinen Fall. Und sollte niemals ablehnen, wenn John Pork einen anruft. Und wow, da ruft er schon wieder an. Ja, John Pork is calling. Heißt, John Pork ruft an. Und er schaut schon wieder auf sein Handy und... Wird er diesmal annehmen? Nein, er wirft sein Handy einfach weg. Weil er nicht rangehen will. Wow, ist das krass. Und auf seinem Handy, das jetzt so halb kaputt ist, ist auch ein John Pork Radar. Also wie viele Kilometer er von ihm weg ist. Und das wird jetzt irgendwie ganz wenig. Wow, er ist nur noch 3 Kilometer weg. 2, 1. Und 0 Kilometer. Das heißt, er ist direkt bei ihm. Wow. Weil er nicht ans Telefon gegangen ist, ist John Pork zu ihm gekommen. Und der Fernseher flackert da irgendwie auch schon so ein bisschen. Ja. Und da wird jetzt eine Überwachungskameraaufnahme angezeigt. Wow. Und dieser Mann schaut auch ganz entgeistert auf sein PC. Und da ist John Pork und er kommt irgendwie. Und wow, sieht der gruselig aus. John Pork schaut einfach direkt in die Überwachungskamera. Wow. Und da hat er sich auch schon erschrocken. Und jetzt springt er irgendwie hoch und geht zurück im Bild. Wow, ist das krass. Aber gut, dann ist er jetzt wieder verschwunden. Gar kein Problem. Jetzt wird die Überwachungskamera selber gezeigt. Wow. John Pork ist einfach übel ins Bild gesprungen. Das war übel der Jumpscare gerade. Und wow, da kommt er auch schon in den Raum rein. Der echte John Pork. Und er hat irgendwie so ein Hello Kitty Handy. Und er ruft ihn schon wieder an. Und er geht immer noch nicht ran, Freunde. Er geht immer noch nicht ran. John Pork sein Telefon. Wow. Was war das denn gerade? John Pork ist daraufhin übel ausgerastet. Das heißt, wenn John Pork einen anruft, sollte man auf jeden Fall ran. Wartet mal. Nein, das ist jetzt nicht wahr. John Pork ruft gerade wirklich an, Freunde. Freunde, seht ihr das? John Pork ruft gerade wirklich an. Und da können wir jetzt auch entweder rangehen oder ablehnen, Freunde. Was sollen wir machen? Rangehen oder ablehnen? Rangehen oder ablehnen? Aber eigentlich will ich nicht mehr mit ihm reden. Also lehnen wir ihn jetzt direkt mal ab. So. Mit John Pork möchte ich nichts mehr zu tun haben, Freunde. Aber wartet mal. Gerade der im Film hat auch abgelehnt und dann ist John Pork wieder zu einem gekommen. Oh nein, das wollen wir auf keinen... Da ruft er schon wieder an. Ja, hier, schaut, Freunde. Wow, da ruft er schon wieder an. Sollen wir diesmal rangehen? Lass uns diesmal rangehen. Okay, Freunde, accept. Und jetzt sollte er dran sein. Hallo, John Pork?
man hört irgendwie nur so ein Grunzen. Aber ansonsten nichts, Freunde. Aber doch, hört ihr das? Wir hören uns irgendwie selber. Wir hören uns doppelt, Freunde. Oh, das heißt, er muss hier irgendwo in der Nähe sein. Okay, lass uns auflegen und sein Handy suchen. Das muss hier irgendwo in der Nähe sein. Wenn wir uns selber hören, muss sein Mikrofon uns hier irgendwo aufnehmen. Also muss er hier irgendwo sein. Ist er hier vielleicht irgendwo im Bad? John Park hier hinter vielleicht? Nein, nirgends, Freunde. Und dann kann er eigentlich nur noch in der Küche sein. Schauen wir mal hier nach hinten. Vielleicht hier hinter diesem Ding. Hab dich! Nein, okay, hier ist er auch nicht. Und ansonsten gibt's wirklich nicht mehr viele Möglichkeiten. Schaut mal hier, Freunde. Hier ist aber auch nichts. Und draußen? Nein, draußen ist er immer noch nicht, glaube ich. Nein. Aber wo soll er denn dann sein, Freunde?